Om Namah Shivaya. Mein Name ist Katyayani und ich begrüße euch zum Mittwochabendsatzang bei Yoga Vidya. Neben mir sitzt Shiva Jyoti und auch Shankara. Und wir werden euch durch den Satsang begleiten. Wir beginnen mit einer kombinierten Mantra-Meditation in einer verbunden mit Nada-Yoga, dem Yoga des Klangs, in dem wir unsere eigene Stimme benutzen und Töne erzeugen und bis hin zum Mantra. Und das Mantra könnt ihr mit rezitieren. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Das ist ein Mantra zur Verehrung von Krishna. Und Vasudeva ist ein Name für Krishna und bedeutet so viel wie Verehrung dem, der das Licht in allen Geschöpfen ist. Und so kannst du dich jetzt bereit machen für die Meditation. Komme also in deinen Meditationssitz, richte dich gut ein. Du kannst die Augen schon jetzt schließen und mehr von innen spüren, wie du in deinen Sitz kommst. Wenn hilfreich, verändere noch etwas. Und du kannst auch tief in den Bauch ein- und ausatmen. Beim Einatmen den ganzen Körper spüren, so als würdest du ihn mit deiner Aufmerksamkeit von innen her befüllen. Und beim Ausatmen lass den Körper ganz zur Ruhe kommen. Vielleicht über das Gefühl, wie alles hinuntersinkt Richtung Boden und der Boden dich trägt. Während gleichzeitig du auch nach oben dich aufrichtest. Beim Einatmen spür den ganzen Körper, die Form, die du eingenommen hast. Und beim Ausatmen spür zugleich das Hinabsinken, das sich Lösen zur Erde hin und das nach oben sich aufrichten. Das nach oben strömen. Lass den Atem nun so fließen, wie er von alleine kommen und gehen mag. Aber spür deinen Atem. Spür den Atem, wie er etwas kühler in die Nase einströmt und angewärmt wieder herausströmt. Dann spür den Atem in deiner Kehle. Vielleicht ein sanftes Ziehen beim Einatmen dort. Und einzig lösen beim Ausatmen dort. Und so kannst du hier aus dem gefühlten Atem einen hörbaren Atem machen, indem du jetzt in die Ujjayi-Atmung übergehst. Dafür verschließt du ganz leicht deine Stimmritze, sodass wie ein innerer Windhauch oder Hauchton geschieht. Oder auch wie eine Brandung kann sich das anhören. Mache dies ganz angenehm für dich. In deinem Atemrhythmus, sodass du auch insgesamt ganz entspannt bleiben kannst. Kiefer, Gesicht entspannt. Lausche diesem Atemklang
und nimm wahr, wie der Atem länger wird. Und wenn du das nächste Mal ausatmest, dann verdichte diesen Klang noch mehr, indem du in ein sanftes Brummen übergehst. Ganz angenehm, wieder in deinem Atemrhythmus und in einer für dich ganz wohligen Tonhöhe. Hier lass den Kiefer möglichst entspannt, die Lippen sind nur ganz sanft geschlossen. Vielleicht findest du einen Ton, eine Tonhöhe, die du besonders in deinem Brustraum vibrieren spürst. Aufmerksamkeit im Herzen. Und wenn du das nächste Mal ausatmest, dann lass den Unterkiefer ganz los, sodass dein Mund sich leicht öffnet und ein A ertönt. Bleibe ganz konzentriert im Brustkorb, im Herzen. Oh.
Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Dann fahren wir fort mit dem Singen, der Lobpreis des Namen Gottes, Kirtan genannt, und beginnen mit Jaya Ganesha. Wer ein Kirtan-Heft hat, das ist die Nummer 2 im Kirtan-Buch. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pahe Mam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Akshamam. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pahe Mam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Akshamam. Sharavana Pava, Sharavana Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.
Oder wir möchten mit euch nach die Nummer 160 singen. Neben mir sitzt übrigens noch Tejas. Genau. Und ich hätte gern die Stimmen auch auf meinem Monitor ein bisschen. Danke. Der Text ist He Radhe 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 Shyam Govinda Radhe Shri Radhe Govinda Radhe Radhe Shyam, Gopala Radhe Radhe Shyam. Shyam ist auch ein Name für Krishna. Also Radha Krishna besingen wir hier. He Radhe 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 Shyam, Govinda Radhe Shri Radhe. Radhe 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 Shyam, Govinda Shri Radhe, 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 Shyam Govinda Radhe, Shri Radhe. Radhe Radhe Shyam, Radhe
Radhe. Govindate Radhe Shyam Gopala Radhe Radhe Shyam Govinda Radhe Radhe Shyam Gopala Radhe Radhe Shyam bei Krishna und Shankara hat eine Rezitation mitgebracht. Krishna, Krishna, Mahayogin, Paktanam, Apayamkara, Govinda, Paramananda, Sarvameva, Shamaniya. Das Schöne an diesem Mantra ist, dass wir zusammen rezitieren können. Wissen wir eigentlich, welche Nummer das ist? Nummer 604. 604, eine rhythmische Rezitation. Ich glaube, es liegen ein paar Hefte aus. Wer mitrezitieren möchte, darf sich gerne das Heft nehmen. Krishna, Krishna, Mahayogin, Bhakta Namapayam Kara. Govinda Paramananda Sarvame Vashamaneya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Apayankara Govinda Paramananda Sarvame Vashamaneya
Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayankara Govinda Paramananda Sarvameva Shamanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayankara Govinda Paramananda Sarvameva Shamanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayankara Govinda Paramananda Sarvameva Shamanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayankara Govinda Paramananda Sarvameva Shamanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayankara Govinda Paramananda Sarvameva Shamanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayankara Govinda Paramananda Sarvameva Shamanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayankara Govinda Paramananda Sarvameva Shamanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayankara Govinda Paramananda Sarvameva Shamanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayankara Shamanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayankara Govinda Paramananda Sarvameva Shamanaya Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayankara Govinda Paramananda
Om. Hare Krishna. Krishna. Eigentlich muss man jetzt stillhalten. Spürt ihr das? Also Krishna hat auch unglaubliche Kraft und oft wird ja gesagt, so eine Leichtigkeit und alles spielerisch sehen, dafür steht Krishna, und alles mit Liebe betrachten und in die Liebe gehen und das Göttliche in allem sehen und sich dort verbinden. Aber da ist auch eine unglaubliche Kraft in dieser spielerischen Leichtigkeit. Und in diesem Mantra, was wir gerade rezitiert haben, diese Nummer 604, Krishna Krishna Maha Yogin. Und dort heißt es, Maha Yogin ist der große Yogi. Ja, Krishna ist natürlich der große Yogi, weil er Yoga ist. Ja, er ist ja der Zustand der Einheit, er ist Gott selbst. Und dann heißt es weiter, du nimmst die Furcht von deinen Verehrern. Ja, Bhaktanam, Bhaktas sind die Verehrer, ja, und Abhaya ist es die Nichtangst, ja, also er nimmt die Angst von den Verehrern. Und dann heißt es noch, gib, dass ich den Dingen nicht hilflos ausgeliefert bin. Sava me vashamana, ja, dass ich den Dingen nicht hilflos ausgeliefert bin. Dazwischen noch Govinda, Paramananda, also Govinda auch ein Name für Krishna, und Paramananda, die höchste Wonne. Und so ist es ja auch. Ja, wenn wir schaffen, uns von der Angst zu befreien, über die Angst hinweg zu, nicht hinwegzugehen, aber sie anzunehmen und uns nicht davon beherrschen zu lassen. Also wenn wir die Angst sozusagen überwinden und ihr nicht hilflos ausgeliefert sind, dann können wir Dinge einfach bewegen. Und zwar nicht nur einfach bewegen, sondern erfahren wir auch diese Leichtigkeit und diese Freude, die darin liegt. Das heißt hier, das ist ein Mantra für Erfolg und gegen negative Einflüsse. Ja. Und also ein Siddhi-Mantra. Ein Siddhi-Mantra ist ein Mantra, das für eine Vollkommenheit steht oder für den Weg zu einer bestimmten, zu einer ganz bestimmten Vollkommenheit. Siddhi heißt Vervollkommnung. Ja. Und es geht also in diesem Mantra darum, eben diese Energie, diese Kraft in uns zu vervollkommnen, dass wir dieser Angst nicht hilflos ausgeliefert sind. Und so, wenn wir das schaffen, dann können wir die Dinge angehen, vor denen wir vielleicht auch erstmal Furcht spüren oder Angst in uns aufsteigt, aber wir können trotzdem mit diesem Krishna im Herzen oder im Rücken, ja, können wir dann einfach sagen, ich mache es jetzt trotzdem. Und die Angst ist da, die hat vielleicht auch ihre Berechtigung. Ja. Warum haben Menschen Angst? Warum gibt es überhaupt so ein Gefühl von Angst? Ja, wieso ist das in unserer Natur angelegt? Ganz einfach, weil es unser Überleben sichert. Wenn wir nie Angst hätten, wären wir schon längst ausgestorben. Ja? Also Angst hilft auch, dass wir Risiken erkennen, ja? Dass wir erkennen, wo etwas nicht gut für uns ist oder Gefahr droht. Und entsprechend ist es ein Warnsignal und wir können entsprechend handeln. Und das ist so tief in uns verankert, dass wir oft auch Ängste haben, dort, wo wir sie eigentlich gar nicht haben müssten. Ja. Weil unser Geist, der erinnert sich da an irgendwas oder der hält fest an den alten Gedankenmustern und dann steigt die Angst wieder auf. Und wenn wir mit dieser Energie von Krishna, also das Ganze auch als Spiel betrachten, mit Leichtigkeit da dran gehen, mit unserer Selbstliebe auch und natürlich auch der Liebe für alle Wesen, dann können wir über diese Angst nicht unbedingt lachen, aber wir können sie ganz leicht nehmen und sagen, ja, du bist da, du hast auch deine Berechtigung. Und es ist auch gut, mal hinzuhören, warum ist da jetzt Angst? Ja? Aber dann trotzdem zu sagen, so, ich mache jetzt die Aufgabe. Und so können wir uns großen Herausforderungen stellen. Und das ist der Erfolg. Der Erfolg ist nicht unbedingt das, was am Ende rauskommt,
sondern dass ich es gemacht habe, dass ich es angegangen bin, dass ich mich dort hineinbegeben habe, furchtlos, ja, oder die Furcht überwinden, mich dort hineinbegeben habe und einfach gegangen bin, gegangen, gegangen. Das ist der Erfolg, weil dann gehe ich zu dem Göttlichen hin oder zu meiner Selbstverwirklichung hin, dann verwirkliche ich mich, dann entfalte ich mich, dann erfahre ich Dinge und lerne und entwickle mich. Das ist der Erfolg, der hier gemeint ist. Und es ist letztlich nicht so wichtig, was Krishna ja auch in der Bhagavad Gita lehrt, ob am Ende das super perfekt geworden ist oder ob es total in die Hose gegangen ist. Egal, weil der Weg und dass wir es gemacht haben, das ist der eigentliche Erfolg. Hari Om Tat Sat. Dann kommen wir zum Om Triambakam, der Nummer 800 im Kirtan-Buch. Und hier sind einige Bitten gekommen. So wollen wir das Om Triambakam singen heute besonders. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Für Freyas oder vielleicht heißt es auch Freychas. Und bitten dort um Heilung. Dann das Om Triambakam auch für Ilona und ihre Schwester Conny, die schon auf dem Weg der gesundheitlichen Besserung sind, aber wir wünschen natürlich noch volle Genesung. Und Om Triambakam auch für Jelena, die Tochter von Dorothee. Und natürlich könnt ihr auch jeden anderen mit einbeziehen, wo ihr wisst, dass dort Heilung gebraucht wird, Kraft, oder ihr einfach euch mit dieser Person jetzt ganz besonders verbinden wollt. Nummer 800 und danach die Friedensgebete Nummer 801. Om Triam Bakam Yajamahi Sukantam Pushti Vartanam Uvarukamiva Bantana Brekyo Mukshiyamam Brikat Om Triambakam Yajamahi Sukantam Pushti Vartanam Bantana Vrekyo Mukshiyamam Ritat Om Triambakam Yajamahi Sukantim Pushti Vartanam Uvarukam Iva Bantana Vrekyo Mukshiyamam Ritat Sarvesham Swasti Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinam Sarve Santu Niramayam Sarve Bhatrani Pashyantu Ma Kashchit Dukhavak Bhavet Asatu ma sat kamaya, tamasu ma jyotir gamaya, mrityo ma mritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Om Shanti Shanti Shanti.
sprechen das allumfassende Gebet, geschrieben von Swami Shivananda, Nummer 802 im Yoga Vidya Kirtan Buch. Uranbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, Gruß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deiner gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Lass uns in dir bleiben, alle Zeit. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Sarva Sandana Ki Jai. Dann stehen wir auf für das Arati, die Lichtzeremonie. Und das ist die Nummer 804 im Kirtan-Buch. Hier schwenken wir symbolisch Licht vor dem Altar, vor den verschiedenen Götteraspekten. Das ist auch das Symbol, dass wir das erkennen mögen, ja, dieses Göttliche dort. Und es dient auch der Reinigung des Raumes und der Atmosphäre. Jaya Rati Vinkata Ramana Vinkata Ramana Sankata Ramana Sita Ramana Radishyama Jaya Jaya Rati Gauri Manohara Gauri Manohara Bhavani Shankara Sambha Sadashiva Uma Maheshwara Jaya Jaya Rati Raja Rajeshwari Raja Rajeshwari Tripura Sundari Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Mahashakti Jaya Jaya Rati Anjaneya Anjaneya Anumata Jaya Jaya Rati Dattatreya Dattatreya Trimurti Avatara Jaya Jaya Rati Adityaya Adityaya Bhaskaraya Jaya Jaya Rati Shanisharaya Shanishvaraya Bhaskaraya Jaya Jaya Rati Shankaracharya Shankaracharya Advaita Guave Jaya Jaya Rati Sadguru Nata Sadguru Nata Shivananda Jaya Jaya Rati Jesus Gurave, Moses Gurave, Buddha Gurave, Jaya Jaya Rati, Muhammad
Jaya Jaya Rati Venu Gopala. Dann können wir das Licht über uns streifen. Auch nochmal eine Symbolik, ne? Mögen auch hier rein werden, sodass das Göttliche durch uns durchfließen kann und wir uns selbst erkennen können, wie wir wirklich sind. Danach die Widmung unseres ganzen Daseins an das Göttliche, Nummer 805. Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhuscha Sarga Tvameva Tvameva Vidya Navinam Tvameva Tvameva Sava Deva Deva Kayena Vacha Manasindriya Va Pujyatmana Va Prakriti Svabhava Karomi Yajna Sakalam Pasmai Narayana Yeti Sama Payami Sarvataman parichacha amekam sharanam gacha aham tva sarva papibhyo moksha ishami mashucha. Dann könnt ihr euch verneigen oder auch einfach setzen. Und am Schluss gibt es immer das Prasad. Das halte ich hoch. Ne? Manche lassen das gerne weg, weil wir es nicht mehr in physischer Form haben. Aber das Prasad ist der Segen des Satsangs. Und so könnt ihr ganz kurz, und sei es nur 2 Sekunden, noch mal kurz innehalten und den Segen vom Satsang spüren. Und wir kommen zusammen, um uns zu erinnern an das Göttliche im Satsang, um gemeinsam Gott zu preisen, aber auch zu meditieren, zu uns zu finden. Und weil wir so viele sind, kriegen wir es potenziert als Segen wieder zurück. Das ist der Effekt von Satsang. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr teilgenommen habt, auch zu Hause am Bildschirm. Und freuen uns über alle, die da sind, aber auch die zu Hause zuschauen. Demnächst gibt es wieder viele Präsenzseminare. Schaut mal in den Katalog, meldet euch an, kommt hierher. Oder nehmt auch weiter an den Online-Seminaren teil, die es auch weiter gibt. Hari Om Tat Sat. Heute so ein T-Shirt. Cool. Ganesha. Ganesha.